Einen wunderschönen guten Morgen aus Martigny in der Schweiz im unteren Wallis. Und heute soll es dann auf den Col de Grand Saint Bernard gehen, also den großen St. Bernhard. Und die Rechnung ist ziemlich einfach. Martigny liegt auf 470 Meter, der Pass auf 2470. Also sind ziemlich genau 2000 Meter zu klettern. Nicht verteilt auf zwei Pässe, sondern auf einen einzigen. Deshalb gucke ich jetzt, dass ich auch loskomme. Und ich freue mich auf diesen Pass, den ich auch noch nie gesehen habe. So, jetzt wird es sonnig, jetzt muss ich mich mal eincremen. Das ist sonst immer so ein bisschen klebrig. Ich bin zwar noch im Schatten die ganze Zeit gefahren, aber jetzt nach der nächsten Kurve kommt auch hier die Sonne. Ja, schon relativ befahren. Fernverkehr und Ausflugsverkehr auf einer Straße. Aber es gibt auch mal Verkehrslücken. Auf der Suche nach einem Brunnen bin ich jetzt mal gerade von der Hauptstraße in ein kleines Örtchen abgebogen. Litt heißt das. Ja, aber es ist total verlassen. Obwohl das keine Siesta-Zeit ist, habe ich noch keinen Menschen gesehen. Das würde ich auch mal so um Wasser fragen. Ja, oh, da ist einer. Ich weiß nicht, ob die Waliser so ein frommes Völkchen sind, aber hier sind überall Kreuze am Wegesrand. Also nicht überall, aber von Zeit zu Zeit. Und nicht nur so die alten, verwitterten Steinwegekreuze, sondern auch ja, relativ neu aus diesem und letzten Jahrhundert. Das ist ganz schön, so immer als Erinnerung. Für die Mittagspause mache ich jetzt mal einen Abstecher nach Bourg-Saint-Pierre. Was St. Petersburg heißt, weiß ich nicht. Ja. Am Ortseingang ist eine nette Tankstelle. Ob hier Napoleon auf seinem Feldzug von Italien nach Frankreich 1800 oder wann das war, auch mal getankt hat. Auch dieser Ort ist fast wie ausgestorben. Das Gute daran ist, wenn man dann selber still ist, dann kann man akustisch den Weg zum Brunnen finden. Man sucht also, wo ein gluckerndes Geräusch herkommt. Und das ist der Brunnen. Und so auch hier. Das ist wirklich notwendig, um sich immer wieder die Flasche aufzufüllen. Sonst müsste ich literweise, kiloweise Wasser mitnehmen. Das würde nicht funktionieren. Bourg-Saint-Pierre liegt hier auf so einer Felsnase, auf einem Felsvorsprung. Hat daher ein bisschen Platz. Es ist sogar Platz für einen Campingplatz. Und man sollte unbedingt, wo es möglich ist, auf dieser Passstraße die alte Passstraße nehmen. Also habe mal ein bisschen bei Komoot geschaut. Hier geht zum Beispiel jetzt auch eine durch den Ort und dann schlängelt sich noch weiter hoch und kommt erst später wieder auf die Hauptstraße. Das ist echt total ruhig jetzt hier. Auch dieses Tal hier hat einen Stausee und ja, jetzt habe ich so den Eindruck, jetzt bin ich für heute zum ersten Mal im Hochgebirge angekommen. 2 Drittel des Aufstiegs sind geschafft und die Straße hier, die führte ja, die letzten Kilometer, eigentlich mehrere Kilometer seit Bourg-Saint-Pierre durch solche halboffenen Galerien. Eigentlich ganz praktisch. Schutz vor der Sonne und trotzdem ist es nicht zu laut und nicht zu stickig, weil die ja nach einer Seite offen ist. Das ist einer der Vorteile als Radfahrer, die ich so schätze. Man kann ja einfach rausfahren, wo man möchte und sich hier mal die tolle Landschaft angucken, in diesem Stausee. Und was für die Autofahrer gilt, ja in dieser Lawinengalerie, absolutes Halteverbot, 6 oder 7 Kilometer lang. Die können nur aus dem Fenster gucken. Und jetzt kann man schön studieren, wie die Aufteilung ist zwischen Fernverkehr und Touristenverkehr. Allerdings, wie man sieht, trübt es sich auch wieder ein. Für heute sind auch wieder Gewitter angesagt, ab 15 Uhr laut Wetter-App, so ungefähr. Und da beginnt wieder das gleiche Spiel wie vorgestern. Wer ist zuerst auf dem Pass? Das Gewitter oder ich. Na, das ist doch, wie man sich eine Passstraße klassisch konservativ vorstellt. Die sich in Kurven windet, wo die Leute es noch nicht so eilig haben, wo wenig Verkehr ist. Ja, aber hoch muss ich trotzdem. 500 Höhenmeter noch, das sind wahrscheinlich so 1,5 Stunden, knapp 2. Ja, dann kommt wahrscheinlich auch das Gewitter um die Zeit. Das wird ein spannendes Finish. Meter für Meter kommen wir dem Ziel näher. Aber schneller magst du durch den Tunnel sein, aber viel, viel schöner ist es hier. Ja, beim Nufenenpass gab es da oben keinen Bachtal, keinen Bach mehr, da war alles ausgetrocknet vom Ticino. Hier auf der Nordseite ist es vielleicht noch was anderes. So, das Ziel kommt in Sicht. Das Ziel kommt in Sicht und das Wetter wird auch besser. Eureka! Der Berg, wo ich so Respekt vor hatte, habe ich jetzt doch bezwungen. Hat genau 7 Stunden gedauert von Martigny hier hoch. 7 Stunden, 45 Kilometer oder so. Eieiei. Aber ich bin oben und kann das großartige Panorama genießen. Wahnsinn. Bis runter dieses schöne Tal. Ich finde es wirklich schön, nicht so lebensfeindlich. Es gibt Blumen, es gibt kleine Bäche, viel Grün, sehr schön. Und dafür lohnen sich doch die ganzen Strapazen. Wenn nicht dafür, wofür dann? Ein wunderschöner Blick hier ins Ostertal. Und italienischer Flair, die ersten Italiener hier, mit denen man etwas Italienisch quatschen kann. Wunderschön. Und hier wurden ja auch die Bernhardiner Hunde gezüchtet, als Rettungs- und Lawinenhunde. Ja, in Martigny gab es auch schon ein Museum in Berry gewidmet. Und da hinten die Bläser, sehr schön. Ach, da möchte man am liebsten hier oben bleiben und gar nicht mehr runterfahren. So schön die Abfahrt auch sein wird. Jetzt bin ich doch gerade im Sitzen eingedöst in der Sonne. Zum Glück nicht so lange. Aber es gibt einen Grund, warum ich jetzt weiterfahren sollte. Ich habe gesehen, dass die Pizzeria, dass der Campingplatz eine Pizzeria hat. Und darauf freue ich mich schon seit 3 Tagen. In Italien sind die Pizzerien ja auch bezahlbar. Also mit Umsicht und Vorsicht und Rücksicht und Weitsicht und Geschwindigkeit nach unten. Ja, so schnell schlägt das Wetter um. Über Italien lacht halt auch nicht immer die Sonne. Das ist hier unglaublich, wie schnell das hier wechselt. Wenn man jetzt hier ein bisschen weiter rechts guckt, da ist dann wieder toller blauer Himmel. Also ein richtiges Schauerwetter. Ich hoffe, dass ich jetzt trocken runterkomme. Also ich ahne, wie schön Aosta sein kann, wenn die Sonne scheint. Es ist so wunderhübsch gelegen. Nun ja, das ist schon anders als die Schweiz. Ganz andere Farben der Häuser, viel pastellfarbener, mediterraner. Ja, ich liebe Italien.